Okay, hier sieht so aus, als würde es weitergehen. Deswegen drehe ich vielleicht gleich erstmal wieder um. Bevor ich gleich irgendwo bin, wo ich nicht mehr durchkomme. Noch was verpasst habe hier. Habt ihr den Konter gesehen? Oh, musst du mal alles blocken? Zack. Oh, ist davon. Ah, das ist immer Testchen. Tastengehämmer. Wenn man gegen die kämpft. Ah. Ist noch einer. Wo kommt der denn her? Ach ja. So, der ist tot. Der noch nicht, aber das wird sich ja gleich ändern. So. Zum Beispiel jetzt. Ich gehe erstmal zurück. Kurz. Ihr kennt das ja mittlerweile von mir. Ich habe dann immer so das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Und wer weiß, vielleicht habe ich auch was verpasst. Und ich biete euch ja immer an, falls euch das zu doof ist, wenn ich jetzt den Weg nochmal zurückgehe, dass ihr es auch überspringen dürft. Das ist eure Entscheidung. Seht ihr, hier geht es nämlich auch noch lang. Das ist doof. Zu einer Kiste geht's hier. Ja, wäre ich jetzt nicht mehr zurückgegangen, dann hätten wir keinen Mosenschlüssel. Hey, da sind ja beide. Ich wusste doch, dass der irgendwo hier ist. Ja, cool, dann können wir ja in die Tür reingehen, wenn wir das nächste Mal da sind. Cool, dann habe ich die beiden. Bin ich jetzt froh drüber, wie man vielleicht gehört hat. Ach ja. Dafür hat man sogar eine Trophäe bekommen, wenn man beide findet. Eine Goldtrophäe sogar. Ja. Ich meine, ich bin kein Trophäenhunter und von mir aus könnten die sich die Trophäen auch sonst wo hinstecken, weil die mir echt auf den Nerven gehen manchmal, aber... Ja, oder wie seht ihr das? Ich meine... Mir geht das so ziemlich auf die Nerven und ich finde es auch blöd, dass Leute sich manche Spiele nur noch holen wegen der Trophäen und nicht wegen dem Spiel selber. Ich hatte kein Problem damit, als es noch keine Trophäen gab. Und wenn ich dann so lese, wie sich Leute darüber aufregen, dass zum Beispiel bei Metal Gear Solid 4 keine Trophäen nachgereicht werden und sie es deswegen nie wieder spielen wollen, weil sie dafür keinen Anreiz sehen, das verstehe ich einfach nicht. Man kann Spiele auch mehrmals spielen ohne Trophäen. Aber egal, das ist halt meine Meinung. Das ist jetzt Meckern von mir und da habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust drauf und... Naja. Entweder Wasser oder Feuer. Wasser. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Okay. Dann nicht. Vielleicht später. Oh ja, das ist auch eine doofe Stelle. Hat wieder was mit Geschicklichkeit zu tun. So ähnlich wie in einer der letzten Teile mit dieser Kiste aus dem Fließband. So ähnlich wird das auch hier. Ihr seht schon, da ein Weg, der so ein bisschen nach oben führt. Und da müssen wir so eine Kiste von denen hochschieben. Weil... Oh. Egal, ich kann ja wieder zurück. Ich muss mich erstmal umgucken. Die rutscht natürlich wieder runter, wenn wir sie loslassen. Dafür sind aber die Steine hier, damit wir sie wieder aufhalten können. Dass sie halt nicht runterrutscht. Und ich gucke jetzt aber erstmal, wo die nochmal hinführt, die Kiste. Wo ich die hinstellen muss, meine ich. Ah ja, ich glaube hier drauf, genau. Wo steht denn hier? Eine Tür mit der Gravur des Gottes Poseidon. Am unteren Teil steht geschrieben, bringe mir ein Opfer, um Durchgang gewährt zu bekommen. Ja, ein Opfer. Wie ihr seht. Auf dem Boden liegt ein Hebel. Sie heben ihn auf. Ja, das ist schön. Und wenn ich jetzt das nämlich ziehe, dann passiert Feuer. Aber ich glaube, ich muss die Kiste hier drauf... Ja, genau. Ihr seht, wenn ich da länger drauf stehe, dann fährt es hier was runter. Dann gehen diese Dinge hin. Und dann muss ich am Hebel ziehen und dann macht's...
Oh, da ist ein Toter mit einem Zettel. Steht denn da? Was die Götter von mir verlangen, kann ich nicht ausführen. Auch nicht für die Büchse der Pandora. Sie sind jetzt Monster, aber sie waren einst Menschen. Ich weiß, ich bin schwach, aber ich kann einfach... Super, wie die Hunter dauernd verschwinden. Egal. Nicht dazugehören. Ich habe Athen im Stich gelassen. Tja. Der hat das mit dem Opfer wohl ein bisschen falsch verstanden. Naja, nicht mein Problem. Ich hole mir jetzt erstmal so eine Kiste. Ich glaube, die kann nämlich auch wieder mal zerstört werden. Hier musste ich den Hebel überhaupt erst anbringen, was gut war, dass ich erstmal da hinten hingelaufen bin. So, wir können uns hier natürlich dann Nachschub holen, falls die kaputt geht. Ja. So, das ist doch schön. So, Junge, du gehst erstmal fliegen. Ja, Gegner, wie ihr seht. Und, naja. Okay, es hat geklappt. Ich habe gehofft, dass er so an der Ecke hängen bleibt da. Okay, jetzt müssen wir uns Stück für Stück hier fortbewegen. Ja, wie halt mit dem Fließband, ne? Okay, hier haben wir sie schon mal sicher. Ich weiß das auch gar nicht mehr, ob die kaputt gehen kann oder nicht. Kann sein, dass nur die Gegner die kaputt machen können. Ja, wenn Kratos aus Versehen dagegen haut, ist der eh kaputt. Oh. Ja, ist gut. Ja. Oh. Ich bin zu langsam. Müssen die auch so schwul um einen rumtänzeln? Okay, komm, Kumpel, komm, wir müssen weiter. Halt durch, bald bist du da. Bald bist du erlöst von deinem Leid, als Monster rumzulaufen. Und in dieser Kiste zu hängen. Wenn wir erstmal so weit kommen. So, geht drauf. Der jetzt getroffen, der letzte Schlag. Der jetzt mich nicht davon abgehalten. Dann wäre es schneller vorbei gewesen, als mir lieb wäre. Oh, Leute. Jetzt reicht's aber mit den Gegnern. Ich muss ja auch nochmal weiterkommen. So, okay, Kratos, hör auf. Na, komm schon. Ah, ich wollte gerade sagen, schaffe ich es bis nach oben? Nein, ich schaffe es nicht bis nach oben. Na. Schaffe ich es jetzt bis nach oben? Ich weiß, ich bin... Puh, komm schon, wird das jetzt kein Monster? Ah! Okay, hier ist er sicher. Meine Güte, das war jetzt aber gerade ein Schreckmoment, ey, als da noch so ein Monster aufkam, auftauchte. Das ist ja fast in die Hose gegangen. Meine Güte, ey, wie viel halten die denn aus? Du warst doch gerade zum Fertigmachen bereit. Wieso ging das jetzt nicht mehr? So. Okay, Kumpel. Wir sind fast da. So, den Typen jetzt mal schön hier draufstellen. Okay. Das läuft schon mal gut. Und jetzt burn, baby, burn. Ja, hat auch wunderbar geklappt.
Puh, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Cool, jetzt geht's tiefer und tiefer. Wir werden immer weiter in den Tempel hineingezogen. Sozusagen. Und die Brücke sieht nicht sehr stabil aus. Oh, und da ist ein Speicherpunkt und eine neue Fähigkeit anscheinend. Ach ja, ich weiß, was es ist. Der Dreizack des Poseidon, der verleiht uns nämlich auch eine neue Fähigkeit. Und deswegen klauen wir den jetzt auch mal ganz dreist. Sie haben Poseidons Dreizack erhalten. Damit können Sie die Tiefen des Reiches des Gottes Poseidon erforschen. Poseidons Dreizack lässt seinen Träger unter Wasser unbegrenzt atmen. Ja, jetzt können wir tauchen. Es ist eine Statue des Gottes Poseidon, Herr der Meere. Ja, er sieht so ähnlich aus wie im dritten Teil. Im dritten Teil werden wir dann ich würde jetzt gerne sagen, menschlicher Gestalt zu sehen bekommen, aber es ist ja ein Gott, kein Mensch. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, hier können wir nichts machen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal speichern und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Teil von God of War. Also bis dahin, ciao.